aus dem Landhaus in Linz darf ich Sie, liebe HT1-Zuseherinnen und Zuseher, heute ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich jetzt auf ein Gespräch mit unserem Herrn Landeshauptmann, Magister Thomas Stelzer. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Danke, dass wir miteinander sprechen können. Ja, das Jahr 2018 war ja Ihr erstes volles Jahr als Landeshauptmann. Wenn Sie so jetzt zurückblicken, wie haben Sie denn diese Zeit erlebt? Erstens ist es ganz schnell vergangen, aber es war auch ein besonders gutes Jahr. Wir haben eine überbordend gute wirtschaftliche Entwicklung gesehen. Wir haben so viele Beschäftigte wie noch nie in Oberösterreich gehabt. Das gibt natürlich Sicherheit, das sichert die Lebensqualität, steigert den Wohlstand. Und es war auch ein besonderes Jubiläumsjahr, weil wir ja auch 100 Jahre Oberösterreich gefeiert haben. Also es hat sich ordentlich was getan und Gott sei Dank ist die Entwicklung sehr schnell auch nach vorne gegangen. Eines Ihrer großen Projekte des letzten Jahres, die Weiterführung des Landeshaushaltes ohne Neuverschuldung, wurde im Dezember beschlossen. Haben Sie sich die Fortführung dieses Kurses einfacher vorgestellt? Es klingt eigentlich sehr simpel, nicht mehr ausgeben, als man einnimmt, so wie auch jeder und jeder im Privaten denkt. Aber im öffentlichen Bereich ist das schon schwierig, weil man ja für viele Vorhaben vorsorgen muss. Ich bin aber sehr froh, dass uns dieser Weg weiter gelingt, dass es keine Eintagsfliege ist, sondern dass wir wirklich auch im Jahr 2019 ohne neue Schulden auskommen und gleichzeitig in wichtige Schwerpunkte massiv investieren, im Sozialen, im Gesundheitlichen, aber auch in die Forschung, in die Infrastruktur. Also es zeigt sich schon, es zahlt sich aus, dass wir uns so stark eigenständig aufgestellt haben. Ja, das Jahr 2019 ist ja noch sehr, sehr jung. Was erwarten Sie sich oder welche Entwicklungen erwarten Sie sich im Bereich des Wirtschaftswachstums und der Arbeitslosigkeit? Nachdem, wie gesagt, 2018 so hervorragend gelaufen ist, wird 2019 eine Herausforderung, weil wir nicht mehr diese internationale Lage haben, dass die Wirtschaft so steil nach oben geht. Daher ist die Hauptherausforderung, dass wir alles tun, die Entwicklung zu festigen, dass wir die Beschäftigung weiter hochhalten können und dass wir auf der anderen Seite aber auch ausreichend Leute als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden, um diese starke wirtschaftliche Breite auch zu bedienen. Es wird auch immer wieder gesprochen von sogenannten Leuchtturmprojekten. Welche Leuchtturmprojekte stehen denn bei Ihnen 2019 ganz oben? Eines ist sicher, dass wir uns in der Pflege ganz stark aufstellen wollen. Die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher müssen sich darauf verlassen können, dass sie die beste Pflege bekommen, wenn sie die brauchen. Das ist ein Thema, dass wir ausreichend Leute finden, die in diese Berufe gehen. Da werden wir in der Ausbildung Schritte setzen, haben jetzt auch schon Sofortmaßnahmen gesetzt, um mehr Leute für die Pflege zur Verfügung zu haben. Und es ist, wie vieles im Leben, auch ein finanzielles Thema, wo wir mit dem Bund gemeinsam dafür sorgen müssen, dass auf lange Frist die Pflege auch ausreichend finanziert ist. Und was ganz wichtig ist, den vielen Familien, die selber in ihrem privaten Umfeld Angehörige pflegen, denen kann gar nicht genug gedankt werden. Die müssen auch unsere Wertschätzung fühlen und spüren. Also Sie haben die Pflege angesprochen. Neben der Pflege ist ja auch der Fachkräftemangel ein sehr spürbares Thema in unserem Bundesland. Wie wollen Sie dem entgegenwirken? Das ist die zweite Seite der Medaille eines starken Wirtschaftslandes. Wir haben nahezu in allen Bereichen einen dringenden Bedarf an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Da können wir einerseits in der Bildung und Ausbildung noch etwas tun, indem wir punktgenauer die Leute in jene Ausbildungen bringen, wo es auch riesige Chancen und riesigen Bedarf gibt. Wir können auch versuchen, Leute, die wieder einsteigen oder die leider doch jetzt arbeitslos sind, in diese Bereiche zu bringen, wo es Chancen gibt, indem wir sie unterstützen, indem wir Schulungen anbieten. Aber es ist auch ein Thema, dass wir einen geregelten Zuzug unter klaren Bedingungen aus anderen Ländern brauchen, um ausreichend Leute zu haben, die in unseren Unternehmen auch arbeiten. Ja, also man hat viel vor im neuen Jahr. Ein neues Jahr bringt auch immer wieder viele Wünsche mit sich. Was wünschen Sie sich privat und auch politisch für das Jahr 2019? Also persönlich wünsche ich mir, glaube ich, wie die allermeisten, dass ich hoffentlich ausreichend Zeit für und mit meiner Familie habe. Ich wünsche mir Gesundheit für uns alle. Politisch für das Land Oberösterreich hoffe ich sehr, dass wir in diesem gesicherten Frieden uns so gut weiterentwickeln
und eine hohe Lebensqualität für alle hier im Land Oberösterreich haben, dass jeder, der hier zu Hause ist, sagt, schön, dass das meine Heimat ist. Ja, dann sage ich vielen herzlichen Dank fürs Gespräch und wünsche Ihnen natürlich ein glückliches, gesundes und erfolgreiches Jahr 2019. Dankeschön, das wünsche ich Ihnen und allen Seherinnen und Sehern auch ein gutes, ein erfolgreiches Jahr 2019, dass möglichst alles, was Sie sich vornehmen, in Erfüllung gehen möge und dass Sie vor allem gesund und mit viel Freude durch dieses Jahr 2019 gehen können.